Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Medieval Dynasty. So dreckig wie ich bin, ihr seht es ja links unten, ne, an der Anzeige, also ich bin wirklich 100% schmutzig. Sieht man das eigentlich auch im Management, im Inventar? Ja, 100% Schmutz. Hoffentlich lässt sie mich ins Bett, die Blanka. So, ich habe, während ich unterwegs war, nochmal einen Jagdpunkt bekommen, besser gesagt zwei sogar. Und von daher würde ich sagen, ich mache tatsächlich Ressourcen von Wildtieren gewonnen werden. Das wäre ganz gut. Und ich glaube auch wirklich den Ausdauer, nee, nicht den Ausdauer, Schießen und Laden. Nein, auch nicht. Erfahrener Jäger, 5% langsamer Haltbar, nein. Wo war es denn? 10% schneller beim... Oh, das ist wieder sowas, ne? Schleichen macht 25% weniger Geräusche. Das brauche ich nicht. Das Steady Hand, ne? Zielen mit Fernwaffe 10% ruhiger. Das wollte ich mir auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, gebe ich mal einen Punkt drauf und mache beim vorsichtigen Jäger auch nochmal einen Punkt. Weil 30% zusätzliche Ressourcen oder größere Chance auf zusätzliche Ressourcen ist natürlich nicht zu verachten. Auf jeden Fall. So. Du liegst schon im Bett. Wartest auf mich. Ich heize uns noch ein bisschen ein. Abends ist dann doch frisch. So, schauen wir mal. Normalerweise sollte jetzt Nachwuchs da sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und? Yes. Die Dynastie entwickelt sich weiter. Hallo Blanka und hallo. Hallo Blanka und... Wie heißt unser Junior? Da muss ich jetzt echt aufs Management gehen. Der Rambert. Der Rambert, ne? Das ist doch ein schöner Name. Der Rambert. Wunderbar. Dann haben wir einen kleinen Rambert jetzt bei uns. Das ist doch super. So, und wir haben... 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kinder jetzt im Dorf. Ist das der Hammer? 11 Kinder im Dorf. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Welche von den Müttern kann ich wieder einsetzen? Keine. Kann keine einsetzen. Schade. Aber gut, wir können jetzt insgesamt 44 Gebäude bauen. Das ist natürlich hervorragend, denn ich würde nämlich zu gerne... Na, mein kleiner Rambert. Schön. Gut, gut. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Rambert. Hervorragend. Okay, super. So geht... Gefällt es mir natürlich, wenn es schon mal losgeht. Gut, ich gehe einmal ganz kurz hier rein. Ich habe nämlich, wo habe ich das Zeug jetzt hingeschmissen? Habe ich das da? Da habe ich es hingeschmissen. Genau, da habe ich es hingeschmissen. Ganz viel Verdorbenes. Und zwar habe ich jetzt halt auch einmal die... aber gerade noch, dass ich mich bewegen kann, oder? Ich habe nämlich jetzt halt auch einmal das... Zeug, was drin war, alles rüber geschafft in die Scheune hier. Das waren fast 3000 Verdorbenes. Hier, ihr seht's. So, und das schmeiße ich jetzt auch noch mit rein. Das heißt jetzt halt für mich, ich werde jetzt mal ganz kurz an der Einstellung von der Scheune, oh, das sind wieder eigentlich die Gebäude kaputt, hier mal ganz kurz den Dünger mit dem Verdorbenen nach oben schrauben. Ich mache das jetzt halt mal hier auf 10 und den Rest mache ich dann wirklich auf die 70. Hier auf den Dünger hier. Gut, jetzt Speicher. Achso, ich muss da wieder raus, ne? So, hier das Ressourcenlager. Das ist immer noch oder schon wieder beschädigt? Wahrscheinlich schon wieder, ne? Craften, was ist hier kaputt? Die Schmiede. Okay. Dann bei der Jagd. Haben wir die Jagdhütte beschädigt. Ist okay. Bei der Gewinnung haben wir... Oh, beim Holzschuppen hier keinen Arbeiter. Ist okay.
Der ist beschädigt. Oh Gott, der ist beschädigt. Es ist ja so viel beschädigt. Hier das einfache Haus ist beschädigt. Die muss ich auf jeden Fall mal austauschen. Da muss ich auf jeden Fall was machen. So, schnapp dir mal deinen Hammer. Oh Gott. Hol mal ein bisschen Ressourcen. Ich habe im Übrigen jetzt halt hier noch, bevor die Jahreszeit geändert wurde, habe ich noch schnell die Fallen wieder neu aufgebaut. So, ich würde sagen, wir nehmen uns auf jeden Fall, ich sag mal, 3 Rundhölzer mit. Das sollte hoffentlich reichen. Ich nehme auf jeden Fall mal an die 100 Stücke mit. Und ich nehme auf jeden Fall mal ein bisschen was an Stroh mit. Dann gehen wir einmal hier auf Reparatur. Hier ist alles in Ordnung. Da ist alles eigentlich in Ordnung. So. Wir haben da die Schmiede. Die hoffentlich jetzt halt okay ist. Jawohl. Wir haben das Wohnhaus hier. Das muss ich unbedingt noch ändern. So. Dann haben wir gesagt, den Jäger haben wir, ne? Dann schaue ich mal hier noch ganz kurz. Da ist aber anscheinend alles in Ordnung. Die Reparaturen sind halt jetzt halt wirklich wichtig, dass wir die erst einmal machen. Habe ich da vergessen, einen Baum zu zerlegen? Sah jetzt echt so aus, als würde da ein Baum liegen, ne? Da liegt tatsächlich ein Baum. Tja, habe ich den vergessen? Ja gut, aber lieber liegt hier ein Baum, als dass wieder noch mehr Rundhölzer im Boden versinken. So, war's das? Ja, das war's. So, wir gehen nochmal auf den Hammer. Reparatur. So, da ist nicht allzu viel zu machen. Gut. Perfekto. So, dann schauen wir nochmal. Jetzt dürften eigentlich bei den Häusern ist jetzt nichts mehr kaputt. Die passen. So, den Grabungsschuppen, der ist natürlich da oben. Und das Ressourcenlager, das ist auch da oben. Also die zwei Dinger da oben müssen wir auf jeden Fall noch reparieren. So, das ist schon mal ganz gut. So, jetzt gucken wir mal. Gebäude, Tierhaltung. Und zwar möchte ich den Pferch machen. Dafür brauche ich 10 Rundhölzer. Es ist aber auch noch die Frage, wohin? Ja? Ich könnte die hierher machen. Warum nicht, ne? Ich habe eigentlich, glaube ich, vorgehabt, den Pferch da hinten hinzumachen. Also hier nach der Kneipe, ne? In der Nähe von den Feldern. Wir könnten sie auch hier hin machen. Warum nicht, ne? Jetzt holen wir uns erst einmal die Rundhölzer. 5 Stück brauchen wir noch. Oder? Brauchen wir 5 Stück, oder? Doch, ja, 5. Und dann tun wir mal das da zurück. Das muss ich nämlich nicht mit mir rumschleppen. So, und dann holen wir uns hier noch ein paar Rundhölzer raus. Ich würde sagen, nehmen wir doch gleich mal 20 Stück. Und schauen wir mal, wie das hier ausschaut. Weil es wäre dann im Grunde hier für die, ne? Dann hätten wir die Schafe auch ein wenig. Naja, gut, aber das andere ist natürlich auch, die Schafe hier zu haben. Oder hier in der Nähe von den Feldern. Und nicht, dass die uns dann die Felder wegknabbern, ne? Passt es? Ist es gerade? Wir werden es sehen, ne?
Fände ich jetzt nicht einmal so verkehrt. Man kann das Ganze ein bisschen einzäunen, ne? Das habe ich vergessen. Ah, naja, das passt schon. Karotten sind immer gut. So, dann einmal hier drauf. Wir brauchen hier oben einiges an Stroh. Das ist okay. Ansonsten brauchen wir Stöcke. Wir brauchen ganz viele Stöcke. Okay. Alles klar. Dann haben wir eben noch ein paar Stöcke. Die Lämmer sind halt wirklich teuer, ne? Die sind halt echt teuer, muss ich sagen. Nochmal. Stöckli, Stöckli, Stöckli. Da, Stöcke. Das wird ein wenig zu viel sein, denke ich. Vor allem, wir haben gar nicht so viel Bewohner. Das Stroh hättest du natürlich auch mitnehmen können, du Säftel. Ah, wieder vergessen. Gut. Aber es wäre schon schön, wenn wir zumindest ein Schaf hätten. Und dann würde ich sagen, ziehen wir einen aus der Scheune ab. Zur Versorgung der Schafe. Versorgung der Schafe und zum Scheren. Das wäre auf jeden Fall gut. So, aber wenn ich jetzt schon hier dabei bin, ne, würde ich sagen, mache ich das gleich. Ich hoffe zumindest nicht, dass ich jetzt da irgendwas Neues bauen muss, weil wie gesagt, die habe ich erst neu hingestellt. Und so wie es ausschaut, passt es auch. Oh Mann. Überall was in die Falle gegangen, oder? Oder fast. Ist nicht überall was reingegangen, aber zumindest einiges, ne? So, Dünger sollte auch kein Problem sein. Der wird hergestellt. So, einmal alles raus. Das Einzige, was ich jetzt hätte noch braucht, das ist das Stroh. Da, Stroh. Keine Ahnung. Ich mal immer 50 mit, das passt dann schon. Fleisch raus. Und ansonsten passt alles. Der Hammer hält auch noch ein bisschen was aus. So, ich hoffe mal, dass da ganz viel Hafer auch. So, Karotten. Gepflügt, gepflügt. Sammeln. Oh, wir haben da eine Quest. Der Pritzeboy. Servusler. Kann ich dir bei was helfen? Nicht wirklich, nein. Bist du sicher? Du scheinst sehr aufgebracht zu sein. Ich hatte einen Streit mit meiner Frau. Okay, vielleicht können wir sprechen, überzeugen. Ich bin gleich wieder da. Pritzeboy. Moment, wo ist er? Der war doch immer ganz oben, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Pritzeboy? Du bist mit Filiberta. Nee, bist du nicht. Pritzeboy, mit wem bist du zusammen? Das würde mich nämlich jetzt mal interessieren. Ist er dann jetzt wirklich? Interessiert mich jetzt nicht, ob es dann die ist. Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es wirklich so gut programmiert ist, halt. Dass es dann auch wirklich die gleiche Frau ist. Filiberta muss es dann sein, ne? Haben wir das Journal? Doch, Filiberta.
Na, das passt. Und dann ist es wirklich gut gemacht. Ich habe jetzt halt echt gedacht, dass es vielleicht irgendeine andere Frau ist oder so. Man weiß ja nicht, ne? Da wollte ich mal gucken. Das müsste alles Flachs sein, ne? Flachs, 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 Flachs. Ah, ist das schön. Das ist noch ungepflügt, das ist klar. Aber hier haben wir 4 Felder Flachs. Yes, 120 Flachs. Ach, schön. So, jetzt bin ich wieder weggekommen von dem, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich das Dach hier fertig machen, ne? Na komm. 10-mal draufkaut, immer noch vorbei, ne? So, und das letzte Eck vielleicht lieber von außen. Ich finde es gut, dass es jetzt halt einmal ein wenig enger dasteht. Yes. So, wer ist der Bewohner von diesem Haus? Keiner weiß es. Das ist halt, man sieht es nicht, ne? Jetzt müsste ich mal gucken, da wo ich stehe. Das kann ja keins von den kleinen Häusern sein. Und? Das ist es, glaube ich, auch nicht. Das da ist es. Ja, das ist es. Und da wohnt keiner? Ich habe da noch ein leeres Haus stehen. Hallo? Klopf, klopf, Spinnweben überall. Habe ich tatsächlich hier ein Haus freigelassen? So, wer wird denn unser zukünftiger Schafhirte? Blanka nicht, die ist jetzt Mutter. Edward ist der Holzfäller. Erntehelfer Albreda. So, jetzt ist wieder die Frage. Ne? Am besten sehe ich das, glaube ich, wenn ich wenn ich am Abend hinschaue, wer in den Häusern ist. Das ist, glaube ich, am besten. So. Wo bist du? Filiberta. Da vorne. Meter weit weg. So. Servusle. Hallo, schöne Frau. Hallo, was willst du? Ich denke, du solltest mit deinem Mann versöhnen. Er vermisst dich. Bla bla. Das ist das mit dem Kuchen, oder? Nun kommt er von der Arbeit. Ach so. Sprich mit Pritzeboy. So. Der braucht jetzt Beeren. Wahrscheinlich. Die ich nicht mehr habe, weil die wären nämlich sowieso kaputt gegangen. Deswegen habe ich sie rausgeschmissen. Wo bist du? Da. Halt, bevor du weitermachst. Obstkuchen, ja. Umgang, Zutaten, Zubehör, Mahlzeit, ne? Klar, kann ich, Ende des Dialogs. So. Du brauchst jetzt 6-mal Beeren, jetzt ehrlich. Schön, so viel Kohl. So, 4-mal, 8-mal. Das ist jetzt mal eine Easy Quest, ne? Easy peasy. Ja, verstreu noch ein bisschen deinen Samen. Halt, bevor du weitermachst. Hier ist alles, wonach du gefragt hast. Ich glaube, ein paar Münzen oder was war das? Ich helfe gern. Warum kein Sound? Ach so, ich soll auf den nächsten Tag warten, alles klar. Aber ich habe gerade gesehen hier, ich habe die Fanfare, die Trompete da oben. Ja, die können auf jeden Fall mal wieder nach Hornika gehen. Oder wo ist denn der? Ist der jetzt woanders? Denica? Lesnica?
Wo ist denn der? 1000 Meter in die Richtung? Ah, da hockt er diesmal rum in Gostovia. Alles klar, können wir machen. Kein Thema. Jetzt schauen wir erst einmal noch, was unser Jäger für eine Quest hat. Und dann müssten wir sowieso da hoch. Weil wir halt ins Lager ist. Weil wir nämlich schauen wollen wegen Schafen. So. Was kann ich mitnehmen? Habe ich hier schon wieder hölzerne Löffel? 15 Mal bitte. Eine Schöpfkelle. 5 Mal Becher. Fiedern, Flachs, Flachs. Ja, das ist schön. Hölzerner Teller. Ne, ich glaube, da habe ich jetzt nichts, was ich irgendwie verkaufen könnte. Oder verkaufen würde. Oh, das ist cool. Warte mal. Bis auf eine nehmen wir wieder alle mit. Eiserne Spitzhacken ist natürlich cool, ne? Da könnte ich vielleicht auch mal. Nehmen wir mal 4 Stück mit. 2 Stück lassen wir drin. Eisenhammer lasse ich. Hölzerne Schaufel. Können wir 5 Stück mitnehmen. Steinhacke nehme ich mal 2 mit. Steinsichel, wie gesagt, die nehmen sie anscheinend nicht. Trinkschlauch. Warum habe ich eigentlich immer so viele Trinkschläuche drin? Die bekomme ich ständig, ne? Steinpfeile kann man auf jeden Fall 40 Stück mal mitnehmen. Jawohl. Einfache Fackel nehme ich mal noch 2 mit. Ach super. Da haben wir auf jeden Fall einiges, was wir verkaufen können. Halt, falsche Richtung. Wir müssen nach da. Die Richtung. Ja, manchmal, vielleicht spiele ich heute auch schon zu lang. Das ist jetzt ja die 6. Folge, die ich am Stück aufnehme. Und heute ist Sonntag. Aus eurer Sicht. So, schauen wir mal, was er will. Ich hoffe nicht. Ich mache mal hier schnell speichern. Ich hoffe nicht ein Recurve-Bogen. Kann ich dir aber was helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Jagd. Sicher, das wird nicht allzu lange dauern. Ein Langbogen. Okay, einen Langbogen können wir herstellen. Ne? Da brauchen wir ja bloß das Material. Rundholz, Leinfäden, 3 Stück und ein Leder. Passt. Die machen wir gleich. Die machen wir, weil dann mache ich gleich 3 oder 4 Stück. Muss mal gucken, Leinenfäden sollten wir eigentlich genug haben. Sind schon wieder die Fallen zu, ne? Das ist Fallen am laufenden Band. So. Also Dünger wird hergestellt, das ist schon mal gut. So, Leinenfäden, jawohl. Wir brauchen Rundhölzer. Ups. und wir brauchen... Verdammt, was war's? Oh. Was man in dem Kopf hat, ne? Nein, hier. Bogen. Langbogen, Rundholz, 3 Leinenfäden und ein Leder. Das müsste eigentlich reichen. Leinenfäden und Leder. Leder, Leder. Habe ich hoffentlich Leder? Ich habe Leder. Das ist nicht allzu viel. Aber passt schon. Na gut. Muss ja eh da hoch. Nee, das mache ich jetzt nicht. Mach wieder mal einen Zeitwärts-Move. So. Ich muss dann nur noch schauen, wen wir als Schafhirten einsetzen. Weil wir müssen auf jeden Fall auch eine
eine Schere machen. Freigeschalten habe ich sie im Übrigen schon, die Schere. So. Langbogen. R. Zack. Wie gesagt, ich mache gleich 5, weil dann habe ich die nämlich für diese Quests auch gleich im Vorrat und für mich natürlich auch, wenn meine kaputt geht. So, dauert jetzt ein bisschen, ist ganz klar. Nutzt mal die Gelegenheit, trinkt einen Schluck. Oder nutzt die Gelegenheit dann gleich mal, um ein Like auf dem Part hier zu lassen. Ganz wichtig. Vielleicht auch schon mal kommentieren. Auch ganz wichtig. Das supportet meinen Kanal definitiv. So, ich kann die Langbögen ja auch da in der Jägerhütte lassen. Das ist ja egal. Dann muss ich ja jetzt nicht alle mitschleppen und dann ins Lager vorbringen. Ein bisschen leichter wird es auf jeden Fall. So, die brauchen halt einfach ein paar Sekunden, das ist ganz klar. So, zack, passt. Mal schauen, ob er meine nimmt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ob er den mit 67% nimmt. So, ich glaube schon. Gute Jagd. 18, 7 Pelz, 125 Münzen und. Ja, er hat tatsächlich den genommen, das passt. So. Aber du gehörst eigentlich auf die 2, ne? Nicht auf die 1. So. Dann schmeiße ich mal die anderen Bögen hier rein. Die möchte ich nämlich nicht verkaufen, ungern verkaufen. So, dann latschen wir mal da hoch. Ich will jetzt auch nicht jagen oder sowas. Ich möchte wirklich bloß da hoch. Aber da oben kriege ich keine Schafe, oder? Ich glaube, da habe ich nur Schafe und Hühner. Schweine und Hühner. Oder doch, nee. Quatsch. Dahinter, glaube ich, sind da sogar noch welche. Ja, muss mal gucken. Da bin ich mir jetzt halt nicht einmal mehr sicher. Ich weiß, dass sie Schweine und Hühner haben. Da haben wir schon die Säue. Und die Hühner. Und habt ihr jetzt die Schafe auch? Nein, haben sie nicht. Macht aber nichts. Wir verkaufen dann erst einmal unser Zeug da. Zumindest einiges halt, ne? Zeig mir mal deine Waren, bitte. So, du hast auf jeden Fall ein paar Münzen über. Ich verkaufe jetzt halt einfach mal die Pelze auch. Das ist mir jetzt egal. So, Stroh weg. Bären kann ich auch wegverkaufen. Wegen den Zweien ist es mir nicht. Die Becher, die Kelle, die Löffel. Ich vergesse bestimmt wieder irgendwas. So, die einfachen Taschen. Oh, 750 habe ich dich quasi schon ausgeräubert. Na gut. Jetzt wäre nur noch die Frage, ne? Was kostet ein Hahn? Kostet 800. Den könnte ich eigentlich mir leisten. Ja, den leiste ich mir jetzt einfach mal. Mal gucken, wie viel Geld habe ich jetzt noch? 2137. Wenn ich damit zumindest ein einziges Schaf bekomme, wäre es schon mal ganz gut. Nur da muss ich auf jeden Fall hier nach Branica. Branica oder Baranica? Ich glaube Baranica, da müssten die Schafe sein. Na, hier ist glaube ich die Scheune. Wir müssen sowieso her, weil wir hier wieder was reparieren müssen. Und dann kann man auf dem Rückweg eigentlich hier bei Gostovia vorbeischauen und die Quest noch machen. Jetzt überlege ich nur gerade, ob ich das jetzt noch mit reinnehme. Der Weg ist halt ewig, ne? Ich glaube, das mache ich nicht. Ich gehe jetzt einmal runter und stelle jetzt gleich mal Scheren her.
zwei oder drei Stück. Je nachdem, was ich halt noch an Material habe. Sollte ich kein Eisen haben, dann werde ich natürlich nach oben gehen und schauen, dass ich das abbaue. Dass wir dann die Scheren machen können, weil bevor ich jetzt das Schaf hierher bringe, sollte ich erstmal schauen, dass ich die zwei Bewohner umziehe. Am liebsten wären mir natürlich die, was in der alten Hütte da vorne wohnen. Dann kann ich die alten Hütten nämlich mal wegreißen. Aber das sehe ich halt erst, wenn es im Grunde Abend ist, ne? So, halt. Du wolltest zur Schmiede. Und zwar kostet mich das 4 Eisen. Also brauche ich mindestens 8 oder 12. 8 oder 12 Eisen brauche ich. Ich habe noch 1. Okay. Oh, die Eisenspitzhacken wollte ich auch verkaufen. Okay, das heißt für mich, wir müssen erstmal da hoch zur Mine. Und das machen wir aber dann wirklich beim nächsten Mal. Da werde ich dann in der Mine mir Eisen holen. Ich werde erst einmal den Bogen ausrüsten. Das Eisen holen. Wir werden dann die Quest uns hier angucken, die wir da haben. Das wird wahrscheinlich auch interessant sein. Dass wir die mitmachen, meine ich jetzt. Interessante Quests gibt es eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr. Es gibt halt nur noch Quests, wo ich dann weiß, oh, die kann ich noch nicht erledigen. Und dann schauen wir zum Vogt. Weil dann haben wir nämlich wirklich ein Jahr Zeit, um die Quest vom Vogt zu erledigen. Und das wäre mir schon wichtig. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich laufe jetzt hier eigentlich nur durch. Aber jetzt, wenn wir schon auf dem Weg sind, können wir das auch gleich machen. Nein, Wiesent, mit dir mag ich jetzt nicht. Ja, deswegen habe ich wirklich immer die Sicht, ne? Weil wenn du so ein Viech in die Pfoten rennst, in die Hufe rennst, ist das auch nicht so nett. So, hier haben wir keine Quests. Wir könnten aber natürlich mal schauen, ob wir neue Dorfbewohner mit reinkriegen, ne? Aber andererseits, das Dorf ist schon so groß. Und wenn die Mütter erst einmal wieder arbeiten können, dann haben wir ja auch schon wieder... Naja. So, gehen wir mal hier drauf. Wir müssen was reparieren. Wir brauchen Strom mit Sicherheit, oder? 4 Strom. Oh Gott, und hier braucht man einiges. Oh Mann. Okay. Also, wir brauchen Stöcke. Nur ein paar. Und Stroh. Auch nur ein bisschen was. So. Dann machen wir jetzt einmal das da. Wahnsinn. Ich meine, die Reparaturen sind jetzt nicht wirklich aufwendig, ne? Diesmal hat er nicht in die Hand genommen, ne? So, nehmen wir mal den Hammer wieder in die Hand. So, damit ist das Ding wieder repariert. Und jetzt da vorne noch. Der Grabungsschuppen. Gut. Passt. Schmeiße ich das auch gleich wieder raus. Münzen. Das lassen wir jetzt halt einfach mal. Das ist mir jetzt halt egal, wegen die paar Dinger. So, aber wir können dann noch die Eisenspitzhacken können wir dann eigentlich verkaufen, ne? So. Wir haben hier gleich da vorne ein paar Felsen. Jawohl, 4 Eisen. Super, also das hat sich gelohnt mit dem nochmal 2. Ja, das hat sich wirklich gelohnt, muss ich sagen. Dass wir mehr Ressourcen bekommen. Jetzt haben wir schon 9. Doch komm, der eine geht noch. Nochmal 2, jawohl, so kürzt sich das. Perfekt. Na dann würde ich jetzt sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter, so wie ich es gesagt habe.
ne, dass wir schauen wegen der Quest, dass wir den Vogt da unten belabern. Das ist ja schön, wenn der schon mal da in der Nähe ist und nicht wieder in Honika, so ewigst weit weg. Oh nein, wenn ich das Eisen jetzt da rein tue, dann werde ich das nie wiedersehen. Die behalte ich auch komplett, die 12 Eisen. Ich muss bloß schauen, was ich dann draus tue, dass ich jetzt nicht so schwer bin. Ach, verdammt. Na gut, wir haben ja noch ein paar Sachen zu verkaufen, ne? Werkzeugtechnisch, da sind noch 2 Eisenhacken drin, das passt schon. Ja, dann gebe ich jetzt dann im Grunde die Quests ab. Und mit Räder gebe ich die Quests ab, verkaufe das Zeug und dann gehen wir zum Vogt das nächste Mal. Dann schauen wir mal, was da noch für eine Quest auf uns wartet. Jo, gut. Also, Leute, ich bedanke mich jetzt schon mal für ein Like, ich bedanke mich für Kommentare und würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder so. Macht's gut, ciao, ciao.